Hallo, heute möchte ich Ihnen die Herstellung von dieser Pide zeigen. Für unseren Teig benötigen wir jetzt einmal Weizenmehl Type 55, kaltes Wasser, Hartweizengrieß, Salz, Olivenöl und Hefe. Da es sich jetzt hier um eine lange Teigführung handelt, verwenden wir jetzt aus Kilo Mehl lediglich 5 bis 6 Gramm Hefe. Das Ganze wird dann über Nacht im Kühlschrank gangen lassen. Wenn Sie das schneller machen möchten, können Sie einfach die Hefemenge erhöhen. So, die Zutaten geben jetzt alle zusammen. Und dann lassen wir unseren Teig kneten. So, der Teig ist jetzt fertig knetet. Heißt, wir können den einmal ausspannen und dann wird der Teig auch sofort portioniert. Und dann setzen wir das Ganze, wenn es portioniert ist, gleich in unsere Gärbox rein. Zum Aufarbeiten und zum Ausstauben von unserer Gärbox hier nehmen wir jetzt ein Gemisch aus Grieß und Mehl. Die Mischung ist einfach halb-halb. Hat einfach dann später den Vorteil, dass wir dann noch ein bisschen das Ganze knuspriger bekommen. Das Grieß bleibt dann ja am Teig hafter und dadurch kriegen wir so richtig schöne knusprige Backeigenschaft. So, unsere Teiglinge haben wir jetzt hier aufgearbeitet. Das heißt, wir decken das Ganze jetzt ab. Die große Gärboxer können wir einfach mit der Gärfolie abdecken. Die kleine Teigwanne haben den passenden Deckel dazu. So kommt da keine Luft mehr ran und dann können wir das Ganze jetzt kühl stellen. Das Schöne, wenn man das jetzt in der Kühlschrank stellen, ist, wir können es da für 12 Stunden drinnen lassen. Dann können wir sie verwenden. Wir können sie dann aber noch weitere 12 Stunden drinnen lassen, sodass es eben keine Rolle spielt, ob sie die früh, mittags oder abends dann abbacken am nächsten Tag. Ich bin dann sehr flexibel bei der ganzen Geschichte. Wir werden jetzt die Füllung von unserer Pide kochen. Wir haben uns für Hackfleischfüllung entschieden. Sie haben im Rezept aber die Möglichkeit, eine vegetarische Füllung zu machen. Da haben wir einmal eine Spinatfüllung auch noch mit dabei. Als Zutaten haben wir jetzt hier einmal Rinderhackfleisch, Paprika fein gewürfelt, Zwiebel gewürfelt, Tomate gewürfelt, dann Knoblauch, Tomatenmark und frische Kräuter und Öl zum Anbraten. Und Gewürze verwendet man dann zum Abschmecken Paprika, Pfeffer, ein bisschen Cayennepfeffer für die Schärfe, Zucker und Salz. Zunächst erwärmen wir unser Öl und schwitze dann zunächst einmal die Zwiebel im Topf an und dann geben wir das Hackfleisch mit dazu. Also jetzt geben wir dann unseren Knoblauch rein und auch das Tomatenmark. Braten wir beides auch gut scharf miteinander an. Dann gehen wir hier, geben unseren Paprika mit rein und ganz zum Schluss unsere Tomate, bevor man das Ganze dann mit Kräuter und Gewürzen abschmeckert. Wenn dann alles drin ist, kann man das Ganze noch für gut 10 Minuten einkochen lassen. So, wenn das Ganze jetzt fertig gekocht ist, müssen wir es natürlich auch noch auskühlen lassen, bevor man es dann weiter verarbeitet zu unserer Pide. Am besten hier auch das Ganze am Tag vorher mit dem Teighersteller. Jetzt am nächsten Tag sollten die Teiglinge dann, wenn sie aus dem Kühlschrank rauskommen, so ausschauen. Wenn die jetzt noch ein bisschen kleiner sind oder noch nicht ganz so weit sind von der Gare, ist jetzt gar kein Problem, die einfach nur eine Stunde im Raum stehen zu lassen, bis sie einfach die gewünschte Gare haben. Für sie bedeutet das aber dann beim nächsten Mal einfach hergehen, die Hefemenge noch um 1 Gramm erhöhen und dann sollte das fürs nächste Mal dann genau passen. Wir können jetzt direkt loslegen mit dem Aufarbeiten von der Pide. So, das Ganze werden wir jetzt auf unsere Backpapiere backen. Ich bin jetzt lediglich hergegangen und habe die große 28 cm Backpapiere einmal halbiert
weil die Pide war jetzt hier länglich so drauf gemacht. Da muss man kein ganzes Papier nehmen und kann die ein bisschen sparen. Der Vorteil davon ist einfach, man kann das jetzt sauber vorbereiten und dann nach Bedarf schön backen. Weil ob die Pide jetzt sofort backen wird oder da dann noch 10, 15 Minuten drauf liegt, das macht dann keinen Unterschied. So, unseren Teigling nehmen wir jetzt mit der Teigkarte auf. Und bevor wir den überhaupt in die Hand nehmen, gleich mit der Teigkarte hier in unsere Mehl-Grieß-Mischung geben. Den Teigling drinnen gut wenden. Und dann gehen wir jetzt her und ziehen das Ganze aus. Also nehmen wir kein Rollholz, weil wir haben jetzt eine schöne Struktur vom Teig. Mit dem Rollholz wird man das Ganze zerstören. Einfach jetzt hergehen, das schön länglich ziehen. Nicht rund wie bei der Pizza, sondern das Ganze soll zu so einer länglichen Zunge werden. So, als nächstes gehen wir her und können jetzt unsere Füllung auf der Pide verstreichen. Darauf achten, dass man nicht zu viel nimmt, weil das Ganze ist ja nur sehr kurz im Ofen und die Füllung sollte ja trotzdem noch gleichmäßig erhitzt werden im Ofen. Beim Verstreicher achten wir jetzt darauf, dass wir links und rechts so circa 1-2 cm freilassen, weil das Ganze wird noch eingeklappt und wenn da natürlich Masse wäre am Rand, würde das nicht mehr funktionieren. So, jetzt kann man hergehen, der Rand einklappen zur Mitte hin, von beiden Seiten und die Ender den wir dann gut zusammendrücken, dass sie uns beim Backen nicht mehr aufgehen können. Und dann haben wir eben so ein typisches kleines Schiffchen. So, und wenn man jetzt noch mag, kann man hergehen und ein bisschen ein Feta drüber streuen. Was man jetzt zum Schluss noch machen kann, aber nicht muss, ist den Rand hier mit Olivenöl einstreichen. Und dann haben wir noch eine Mischung vorbereitet aus Sesam und schwarzer Kümmel, den wir dann an den Rand hinstreichen können. Das Öl dient einfach, dass der Sesam und der schwarze Kümmel dran haften bleibt. So, unsere Pide backen wir heute mit der Glut im Ofen drin, im Holzbackofen. Das Ganze können Sie aber ohne Glut im Holzbackofen backen, genauso im Elektrosteinbackofen oder auch im Haushaltsbackofen. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachbacken.